Servus und herzlich willkommen im Harmonika Haus Limeck Center Oberpfalz. Ich möchte euch heute zwei Anlagen vorstellen und zwar aus der Ewolf Familie. Zu meiner Rechten die EV Ewolf 30M. M steht für Mischpult. Diese Anlage gibt es ja schon längere Zeit jetzt. Und zu meiner Linken die EV Ewolf 50M. M steht wieder für Mixer, Mischpult. In dieser Ausstattung gibt es erst ein paar Wochen. Die Ewolf 50 ohne Mischpult gibt es ja auch schon längere Zeit. Wenden wir uns mal der rechten Anlage zu. Ich bin ja selber Bühnenmusiker, bin Alleinunterhalter und mir ist wichtig, ich will wenig Aufbau, einen guten Sound und vor allem, es soll schnell gehen. Ich bin ja auch alleine. Aber nichtsdestotrotz, auch für Bands, je nach Veranstaltung, sind diese Anlagen natürlich prädestiniert. Die 30M, wie gesagt, M steht für Mischpult. Ich gehe da noch näher darauf ein. Wir haben oben 6 2,8 Zoll Hochtontreiber und unten einen 10 Zoll Bass. Ich behaupte jetzt mal, das ist eine Anlage, wo ich bis zu 100 Leute beschallen kann. Ich nehme jetzt eine Anlage an. Ich kann natürlich auch zwei Ewolf 30 nehmen und dann auch noch mehr beschallen, aber es kommt natürlich auf den Raum drauf an und alle Bühnenmusiker wissen das. Es ist ein Unterschied, ob ich 100 Mann in einem Bierzelt sitzen habe oder 100 Mann in einem Saal mit der tollen Akustik. Aber so roundabout sage ich mal bis zu 100 Leute. Ich habe die immer in meinem Auto, wenn ich zu einem Auftritt fahre und habe einen Raum, ja 50, 60 Leute, je nachdem, nehme ich die kleine Anlage. Die Ewolf 50 ist ein bisschen anders ausgestattet. Hier haben wir 8 3,5 Zoll Hochtontreiber drin und einen 12 Zoll Bass. Beide haben einen Verstärker drin, Ausgangsleistung 1000 Watt, wobei 500 jeweils immer für den Hochtontreiber ist und 500 für den Bass. Mit der Ewolf 50 oder Ewolf 50M kann man ca. 52 Leute beschallen. Das ist jetzt nur meine Meinung oder meine Erfahrung. 52 Leute je nachdem, auch 300 je nach Räumlichkeit. Aber mit zwei Säulen, mit zwei Ewolf 50 Säulen, ist auf jeden Fall kein Problem, so 500-600 Mannzelt zu beschallen. Natürlich kommt es auch darauf an, welche Musikart man macht, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, da kann sich jeder oder muss sich jeder selber ein Bild machen. Was auch noch sehr gut gelöst ist von beiden Anlagen, ist die Form der Hochtöner. Und zwar, ich drehe jetzt das mal seitlich rum. Durch die Abschrägung unten ist gewährleistet, dass die Leute in vorderster Reihe auch ordentlich mit einem guten Sound beschallt werden. Also weil der Abstrahlwinkel hier nach unten geht. Selbst wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich durch diese Abschrägung die Gewährleistung, dass der Sound nicht nur gerade durchgeht, sondern auch vorne zum Beispiel die Tanzfläche beschallt. So, und nun schauen wir uns die Mischersektion mal an. Vorweg, bevor ich das hier einblende, es ist ja die Technologie vom Dynakkord. Also wir haben hier die Effekte von den CMS-Serien oder von den PowerMate, Dynakkord-PowerMate-Serien integriert und die sind ja phänomenal und weltweit bekannt. Also Dynakkord-Technologie steckt da in Form von digitalem Mischpult drin. Die Mischpulte hier hinten kann ich an der Box bedienen oder ich kann das ganz bequem mit einem Handy oder Tablet bedienen. Und zwar, wir haben Bluetooth integriert, zwei Bluetooth-Sachen. Einmal für Audio zum Abspielen und zusätzlich Bluetooth, um sich mit dem Handy zum Beispiel zu verbinden, um das ganze Mischpult zu steuern.
So, wir haben hier die Mischersektion von Ewolf 30M. Ich habe hier ein Display natürlich zur Anzeige, hier mein Master Wheel Rad, um die Einstellungen vorzunehmen. Habe hier 6 Eingänge zunächst, wobei die letzten beiden Stereo sind, also haben wir effektiv 8 Eingänge. Ich habe ein Mix-Out-Aux-Out, einen Cinch-Eingang und was ganz wichtig ist, ich habe auch hier die Möglichkeit, einen Fußschalter anzuschließen, also um die Effekte ein- und auszuschalten. Das ist ja enorm wichtig, um hier schnell einen Hall oder die Effekte ein- und auszuschalten. Haben die gute Arbeit gemacht. Wie gesagt, die Technologie ja auch vom CMS und vom PowerMate, vom Dynacord übernommen. Und hier einfach Fußschalter anschließen und ich kann ganz bequem meinen Hall zu- und wegschalten. Hier habe ich die Mischersektion von Ewolf 50M. Im Prinzip ähnlich. Ich habe hier wieder mein Master-Wheelrad, mein Display, die 8 Eingänge, Mix-Out, Aux-Out und hier wieder ganz wichtig den Anschluss für den Fußschalter, um den Hall, also die Effekte ein- und auszuschalten. Und ganz neu, was die 30M nicht hat, diesen Quick Smart Link. Was ist das? Ich kann jetzt diesen Steckplatz hernehmen, mit einem Netzwerkkabel, CAT5, CAT6, nehmen, da anstecken und mit einer zweiten 50M verbinden. Das ist dann so geregelt, dass ich dann, wenn ich das mit einem Netzwerkkabel verbinde, praktisch 2x8 Kanäle, also ich habe dann ein 16-Kanal-Mischpult. Ich habe nicht bloß doppelte Kraft für die Beschallung, sondern ich habe auch ein 16-Kanal-digitales Mischpult. Also einfach genial gelöst, möchte ich mal so sagen. Das Mischpult kann ich auch via Bluetooth fernsteuern mit einem Handy oder einem Tablet. Dazu lade ich mir das kostenlose App runter, verbinde mich via Bluetooth mit der Box und kann hier mein Mischpult bedienen. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal mich hinknien hinter die Box und den Mischer bedienen, sondern ich kann das ganz bequem von meinem Platz auf der Bühne aus bedienen. Hier haben wir die globalen Einstellungen, Gesamtlautstärke, Anteil vom Subwoofer, Bass mit den Höhen. Ich kann dann auch in den Edit-Modus reingehen. Hier habe ich meine Kanäle, kann diese ganz bequem bearbeiten. Ich gehe jetzt mal da gar nicht näher drauf ein. Wichtig ist, ich kann das Ganze zum Schluss auch speichern in einer Szene und zum Beispiel bei einem Auftritt in einer bestimmten Location und kann die zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufrufen. Ich erspare mir hier viel Einstellungsarbeit. So, und nun stellen wir das Ganze mal in der Praxis dar. Ich habe ja gesagt, mir ist wichtig, wenig Aufbau, beziehungsweise es muss schnell gehen. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ich spiele eine Brautentführung oder einen kleinen Geburtstag. Das heißt, ich spiele das mit Akkordeon, mit voll Limex-Ausstattung. Habe hier in meinem Akkordeon alles integriert. Ich brauche keine separaten Expander oder was aufbauen. Und ich spiele mit der Ewolf 50M. Und wir schauen jetzt mal, wie schnell oder wie lange brauche ich. Ich nehme dazu einen Timer, habe ich da drauf. Und ganz wichtig, nicht nur der Aufbau, sondern auch, wie oft muss ich was reintragen oder wie lange dauert das Reintragen auch. Und jetzt passt mal auf. Ich gehe jetzt da mal auf Start. Und los geht's.
So, und wenn jetzt das Bier schon dastehen würde, könnte ich schon anfangen. 2 Minuten 28. Und jetzt natürlich, wenn ich schon da bin, eine kleine Kostprobe. So, meine Damen und Herren, jetzt geht's über die Anlage. Wie gesagt, keine 3 Minuten Aufbauzeit. Und natürlich dank dem tollen System integrierten Mischpulten und natürlich dank Limex MPRX Vollausstattung. Ich habe ja hier alles drin, was ich brauche. Ich kann das Ganze auch mit Funk machen, aber ich habe es jetzt echt mal demonstriert. Es geht ein Kabel in die Anlage rein. Gesang und so habe ich alles dabei. Kommt jetzt zum Beispiel ein Geburtstagskind, ein Veranstalter will eine Ansprache halten. Ich habe ja hier noch 7 Kanäle frei, kann hier alles machen, Mikrofone anschließen und so weiter. Ihr habt auch gesehen, das Topteil und die Stange ist in einem Case oder einer Tasche drin. Das ist serienmäßig dabei. Und die Hülle für den Subwoofer gibt es optional dazu. So, so geht's, so schnell kann es gehen, so schnell geht Musik machen. Das Einzige, was jetzt eigentlich fehlt, ist das Bier. Prost! Solltet ihr Fragen zu dem Ganzen haben, schaut rein auf meine Homepage www.harmonika-haus.de. Bitte schaut da öfter rein. Dynacord oder e.V. hat immer wieder Aktionen, also es gibt tolle Sachen dazu, entweder Preisnachlass, Cashback oder es gibt mal ein Mikrofon oder was dazu. Immer wieder erkundigen, schaut rein auf meine Homepage und natürlich, wenn Fragen sind, wendet euch an mich oder noch besser, kommt mal vorbei in meinem Laden und schaut euch das einmal vor Ort an. In diesem Sinne, wenn Fragen sind, einfach bei mir melden, ob das E-Wolf-Anlagen oder Dynacord-Sachen sind oder ob es um Silberbach oder Limex geht. Einfach herkommen. Und ganz wichtig, wollt ihr weitere Informationen haben, bitte gleich in YouTube auf Abonnieren klicken, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn was Neues kommt aus dem Hause Harmonika-Haus. Servus, macht's es gut!